Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie Minecraft Sky Factory 3 Singleplayer. Nachdem ich das Multiplayer-Projekt ja schon einige Folgen gemacht habe, habe ich gedacht, jetzt starte ich mal neu mit den Kenntnissen, die ich jetzt schon habe. Zudem habe ich auch gerade eben eine komische Disconnect gehabt und ich komme nicht mehr auf den Server. Kaum falle ich wieder raus und ich habe keine Ahnung, was es liegt. Irgendein Serverproblem wohl. Und habe trotzdem Lust hier zu spielen, aber dachte, komm, starten wir neu. Und ich habe mal das Spiel gestartet mit Garden of Glass. Wir sehen schon, wir haben anscheinend hier eine Wasserquelle. Und das ist die Frage, was haben wir denn hier alles dabei? Das sind die Bücher, die wir schon kennen. Die 43 Edition, okay. Was haben wir denn Bretonia drin? Habe ich nicht gehört, war unbekannt vor. Leben wir denn so? Sind solche Bilder drin? Nee. Was? Nee. Raus. Gut, haben wir hier. Digital Grip. Was? Findest du das gut? Oh, was? Nochmal. Aha. Lightning Rod. Void Ore Miner. Void Ore Miner. The Void Ore Miner is multi-block machine die mining ore from the void. Aha. Okay. Was brauchen wir für einen Void Ore Miner? Void. Tier 1, Tier 2, Tier. Okay, sehr cool. Was wollte das Source? Oh, was sind die Ressourcen? Ja, klar. Aber sonst geht's ja noch, oder? WTF. Ja, gut, da kommen wir ja. Ich komme ja eh nicht vorbei an uns normalen 7. Okay. Na, gut. Gut, soll ich sagen, bauen wir mal zuerst mal mit dem Sky Factory. Das heißt, wir werden jetzt mal Rezept Mode. Ja, Rezept Mode. Werden mal den Magneten einschalten. Genau. Ist jetzt schon. Habe ich doch deaktiviert. World. So. Mein Gott, wieso geht es jetzt nicht? Blöd, um zu aktivieren. Doch, Utility Mode, okay. Gut, okay. Dann starten wir mal. Okay, das ist unser Wasserblock. Den müssen wir wahrscheinlich am besten behalten, irgendwie. Ich frage nur, wie am besten. Lassen wir drumherum bauen. Nehmen wir schon mal Erde. Ach du Scheiße. Ist das gut? Aha. Ein Stück Bedrock, ja super. Also am besten wäre es, wenn wir zu einem Stück Holz kommen würden. Wir haben noch kein Stück Holz. Ich hoffe, das kommt hoch, ey. Okay. Jetzt können wir nämlich eine Werkbank bauen, verdammt. Wir bauen das schon. Ich brauche noch ein Stück Holz. Kommt zu mir. Ach, Glück gehabt. So, Stöcke. Jetzt kann ich die Werkbank machen wir mal ein. Hier ist die kleine, oder? Nee. Hier die Kraftstation. Machen wir mal so hin. So. Können wir mal eine Krog bauen? Ja.
Die haben ja erhöhten. Okay, warte mal, meine habe ich so eingestellt. Puh, okay, wir haben Saplings gekriegt, alles klar. Was ist das eigentlich hier? Living Rot? Lebende Wurzel. Was macht man da nicht? Kann man die setzen? Ich kenne mich nicht aus. Nö, anscheinend nicht. Okay, wir haben jetzt kein Holz, wir haben gar nichts. Wir haben Erde, haben wir zu viel. Okay. Würde ich sagen, bauen wir mal ein bisschen mit Erde weiter. So, Shift-Taste. Ich glaube, wir können hier. Wie war das? Man kann hier mit der Hand draufhauen, wie? Ich habe gedacht, mit Garden auf Glas kann man irgendwie aus Steinen hauen oder so. Stone. Wie war denn das? Oder was? Chisel Stone braucht man nicht. Da. Cobblestone kriegen wir aus den Stone Pebbles. Ich dachte, die kann man auch sonst bekommen, irgendwie. Na gut, wir haben jetzt natürlich sehr viel Erde. Die Erde können wir natürlich noch andersweitig verwenden. Wir haben auch schon bereits Wasser, was ja auch schon vorteilhaft ist. So, ich werde mal jetzt einmal in beide Richtungen ein bisschen Erde ausbauen. In drei Richtungen, keine Ahnung. 3, 1, 2, 4. So. Brauchen wir erstmal irgendwie eine Plattform. Okay. So komme ich zu Steinen, alles klar. Nach unten scheinen Shift-Taste drücken, alles klar. Muss man auch wissen. So. Okay. So. Okay, so kriegt man ziemlich schnell Cobblestone schon am Anfang an. Ja, sehr nice. Da können wir schon sehr schnell einen Ofen bauen, Knetschenofen bauen. Okay, das heißt, wir können jetzt schon. Mein Gott, hier kommt so viel raus. Das war krass. 64, super. Gut, wir haben noch kein Holz jetzt. Oh, doch, das ist ein Baum schon. Und wir können ja bereits. Ne, uns fehlt ein Holz, okay. Mal fällen den Baum. Okay, gut. Dann setzen wir einen neuen hin. So. Oh mein Gott, ey. Gut, wir haben das Holz jetzt. Wir können jetzt Holzkohle erstellen. So. Dann baue ich hier mal eine Axt. Verdammt, Axt. Axt mit deinem. Was mache ich denn hier bitte schön? Eine Axt. Ich baue eine Axt. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, was ich gerade eben versucht habe zu bauen. Das war vielleicht jetzt echt peinlich gerade. Okay, wir können jetzt bereits Holzkohle erstellen. Doch so. Aber es läuft. Für den Verbrauch bis jetzt schon hier. Haben wir großen Verbrauch. War doch 5,6. Das ist schon heftig, wie viel Arbeitsspeicher es hier braucht mit der Aufnahme zusammen. Und wir können noch eine Wand bauen, oder? Das ist die Wand, heißt die, glaube ich. Genau, Stone Wand. Dem können wir nämlich dann
die Sachen schneller bauen, wenn wir genug Ressourcen haben. Aber wieso mache ich immer die Sachen, die eh war? Will ich gar nicht. Okay, mit Shift-Taste drücken, dann geht das. So. Okay, da ist der Baum gewachsen. Sehr schön. Dann tun wir mal ein bisschen Steine brennen. Ich müsste auch langsam für ein Sieb vorbereiten. Dafür muss ich Croc wieder nehmen. So, so jetzt habe ich noch etliches dazu noch. So. Also bei Crafting Table muss ich auch bauen wieder. Das war gerade nur so, oder? Aber. Table. Das ist. Ah, ein Schild. Ich vergesse jedes Mal. Schild ist das ja, was braucht. Da. So. Dann ein Schild und ein Crafting Table und haben wir das. So, das können wir schon mal auch so bauen. Aus der Hand raus. So. Ja, die Kohle reicht aber ziemlich lange noch, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir bauen noch einen zweiten Ofen. Beim einen Kohle herstellen können, beim anderen die Steine brennen. So. Noch mehr. Ja, das mit dem Garten auf Glas beschleunigt natürlich am Anfang schon ziemlich viel. Weil wir natürlich, wie gesagt, gleich schon Steine haben, nicht zuerst einen Generator bauen müssen. Natürlich werden wir später auch noch verautomatisieren. Verautomatisieren, mein Gott. So, ich brauche wieder Holz. Hier könnte man ein bisschen wachsen, hier Bäume. So, was Neues mal. Da kommt einer. Zack. Und wieder einen neuen setzen. Bell braucht mir gar nicht mehr, ne? Ja, genau. So, die Holzkohle kommt rein. Also ich mag das ja wirklich für die Bäume lassen. Ach, jetzt ist der Croc fertig, Moment. Auch gleich ein paar neue. So. Na komm schon, weg damit. Okay, ich denke, jetzt werde ich mich hier mal einer mit Würmer infizieren. Dann. Bam. Einer von beiden hier, genau. Dann du. So, ich denke, jetzt wird es Zeit, mal einen Barrel zu bauen. Den baue ich mit House Labs, glaube ich, und mit Beta, oder? Ich hoffe, das war richtig, das Rezept. Genau. Weil wir müssen auch davon ausgehen, dass es vielleicht bald mal anfängt zu regnen. Da wäre es vom Vorteil, wir hätten bereits
Wasserbarrels aufgestellt. So, jetzt benutzen wir mal wieder die Wand, um hier ein bisschen zu schneller zu bauen. So, mit der Wand kann man nämlich hier einfach hinlaufen und sich die Fläche erweitern, wenn man genug Steine hat. So können wir natürlich ziemlich schnell eine große Fläche ausheben. So. Vielleicht noch so, okay. Gut, dann stelle ich mal die Bälle hier hin. Da dürfen die Wasser nämlich farmen. So, dann haben wir den hier weg. Dann mit Dunkelrock das hier weg. Der wird anderen pflanzen. Hier wird immer noch gekocht. Kohle. Zack. Lass mal rüberbringen. Gut, dann müssen wir wieder mal ein bisschen Steine haben. Wir haben es auch genug. Wir können jetzt gleich ein Bett bauen, ne? Das bauen wir das nächste Mal. Also kurz mal schauen, wir brauchen hier. Das erste Mesh, was wir bauen können. So, dann brauchen wir noch drei Stück Wolle. 1, 2, 3. Den Rest packen wir mal wieder zurück. Brauchen wir zwei Blöcke noch. Okay, Block, Block, Block. Zack, zack, zack. Und ein Bett. Ich kann ein Bett auch im Ofen bauen, ne? Bisschen doof hier, oder? Da finde ich noch eine bessere Lösung. Wie ich überhaupt jedenfalls. Bam, bam, bam. Ich könnte auch hier einfach mit ganzen Blöcken bauen. Was abtrennen. Darauf das Bett hinstellen. So, okay, F7. Sehen wir gerade, wo die Sachen spawnen können. So, wir brauchen ein bisschen Steine wieder. Das sieht so extrem nach vielen aus. Im Endeffekt, wenn man dann wirklich aufhört, ist doch wieder wenig. So. Okay. Dann das hier rein. Alles cool da rein. So. Immer so, 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 so. Das ist ein YouTuber-Füllwort. So. Und so. Ah ja, und bevor ich sage, und so. Aber wir sagen kein Wunder, ey. Oh yeah. So. Eigentlich müssen wir nicht mal Wasser haben, fällt mir gerade ein. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Ich brauche zuerst mal eher Steine, ne? So, eigentlich wieder hier nur mal meine Fläche vergrößern. Und wie gesagt, das habe ich damals auch nie gebraucht beim Let's Play, weil ich es auch nicht kannte. Ich wusste nicht, dass das möglich ist, dass man hier einfach mit diesem Ding hier schnell seine Fläche vergrößern kann. Also ist man natürlich einiges schneller. So, okay, also wir werden jetzt ein Sieb bauen. Kurz schauen, was wir hier brauchen. Sieve. Genau, normales Sieb. Wir brauchen ganze Steine, Half Slab und Stöcke, okay. Also das Ganze und Stöcke für die Beine wahrscheinlich, oder? Genau. So, dann brauchen wir das Sieb, das wir bereits haben. So. Dann brauchen wir
Also, glaube ich, wir brauchen irgendwie Erde. Ja, Kies, Kies 7. Das ist das erste, brauchen wir einen Hammer. Zuerst mal die zu Kabel verbauen, dann einen Hammer. So, dann können wir mal den Kies hier zu Schrott hauen. Also ich aufpasse, dass ich nicht selber mich dann runterhaue. Ey. So, okay. Jetzt durch das Sieb lassen, das Zeugs. Hoffen, dass wir was rauskriegen. Besser wäre das erste, wenn wir einen Kohlegenerator bauen würden. Und dann erst ein Crusher. Wenn wir schon Automassiv hätten, ne? Okay. Was brauchen wir für einen Kohlegenerator? Coal. Coal Generator. Brauchen wir Kohle. Was ist gerade Lapis? Wer kriegt das jetzt bitte schön? Aus Kies. Oh, das ist natürlich sehr selten. Okay, wir brauchen dafür 2 Lapis. Okay. Ja, ich habe bis jetzt noch nichts gekriegt, sowas in diese Richtung. Ich würde sagen, wir bauen mal zuerst eine Truhe. So, wo ich da mal die ganzen Erze rein tue, die wir nicht benötigen. Also immer noch den Donut esse ich jetzt mal. Ja, ich würde sagen, somit ist mal die erste Folge zu Ende. Wir haben jetzt schon einiges mehr geschafft als damals im Let's Play. Allerdings, ja, sind so andere Umstände. Wie gesagt, wir haben hier mit Garn auf Glas angefangen zu starten. Und jetzt ziehen wir uns hier zu Tode und hoffen, dass wir 2 Lapis finden werden. Damit wir einen Co-Generator bauen können. Aber wir werden sehen, wir werden es auch hinkriegen, denke ich. Ich hoffe, ihr findet es trotzdem auch hier interessant und werdet mal mich verfolgen, wie ich das jetzt hier mache. Ich habe einiges anders vor als damals im Multiplayer Play. Auch von der Reihenfolge her. Und da würde ich sagen, bis nächstes Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende. Aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.